Zurücklehnen. Wir sind im Estadio La Bombonera zum Abschiedsspiel von El 10 Diego Armando Maradona. Da ist er. Ende Oktober 41 Jahre alt geworden. Und jetzt beginnen die Fans hier in der Pralinenschachtel das Stadion sukzessive auseinanderzunehmen. Tauchen Sie ein. Er ist der Volksheld in Argentinien. 55.000 Zuschauer fasst dieses Heimatstadion der Boca Juniors. Links seine Tochter. Seit 4 Stunden ist in diesem Stadion ein unglaubliches Spektakel. Bands aufgetreten, immer wieder wurden Filme eingespielt. Das seine Frau Claudia aus seiner großen Zeit in der Nationalmannschaft. Sein Vater. Seine beiden Töchter heute anwesend. Wie viele Töchter er weltweit hat, keiner weiß es ganz genau. Über die Privatperson Diego Armando Maradona lässt sich ganz sicher streiten, über den Fußballer nichts. Der ist einmalig, wurde auf der Pressekonferenz unter der Woche gefragt. Und wie steht's mit dem Gewicht? Sagt er, exzellente Werte, ich bin topfit und habe Puste für 100 Minuten. Juan Roman Riquelme, aktueller Zehner bei den Boca Juniors. El Pibe de Oro, der goldene Bursche Diego Maradona. Hat im Übrigen unterlassen, hier von einem Abschiedsspiel zu reden. Es ist ein Ehrenspiel, ein Ehrentag. So hat er es auch verkauft. Er geht auf den Logenteil zu. Das ist Estadio La Bombonera. Da, wo die High Society von Buenos Aires sitzt. Er hat da seine eigene Loge. Seine Frau Claudia. Verwandte und Freunde eingeladen. Nochmal sein Vater. Rechts daneben sehen Sie die weinende Mutter. Donatota. Da haben wir sie im Bild. Doña Tota. Hat ein riesen Star-Ensemble hier auffahren lassen. Diego Maradona. René Higuita, der Kolumbianer, ist da. Eric Cantona, auch Lothar Matthäus ist in der Weltauswahl. Und heute wird zum letzten Mal die Nummer 10 in der argentinischen Nationalmannschaft auflaufen. Und aus diesem Grunde haben sie die 10 alle auf der Brust. Nochmal in Zeitlupe angeboten, die Umarmung zwischen Juan Roman Riquelme, aktuellem Superstar der Boca Juniors, und Diego Maradona. Links also die Weltauswahl, rechts die Selección von Argentinien. Der Unparteiische der Partie, Juan Baba, los geht's. Die argentinische Nationalmannschaft traditionell in hellblau und weiß von links nach rechts. Schnell ein Wort zur Aufstellung. Die Argentinier vor 3 Tagen mit 2:0 erfolgreich gegen Peru. In der WM-Qualifikation sind sie sowieso schon durch, machen hier leichtes Trainingsspielchen.
aber haben alle Stars an Bord. Carlos Valderrama in Diensten der Weltauswahl, genauso wie er hier, Christos Deutschkopf. Mittlerweile in der Major League Soccer bei der Chicago Fire, noch als Profi aktiv. Almeida, Mann fürs defensive Mittelfeld. Juan Sebastian Verón, Manchester United, mit dem Fehlpass. Klären wir vorneweg die vielleicht unwichtigste Frage in den folgenden 90 Minuten, nämlich die sportliche. Also wir gehen mal davon aus, dass wenn die Argentinier hier ernst machen mit Diego Maradona in den Reihen, dann gibt das ein Unwetter für die Weltauswahl. Aber es ist hier Show, es ist hier Spektakel und es ist hier Unterhaltung. Jorge Bermúdez, Spieler mit der 6 war Ivan Córdoba von Inter Mailand. Bermúdez, Valderrama, Juan Verón, Pablo Aimar, Ciro Ferrara, Mann von Juventus Turin, vor El 10, Diego Maradona am Ball. Maradona. Pablo Aimar, Diego Armando Maradona, Verón. Ja, um ein Haar. Ich bin so gut drauf wie nie, hat er stolz getönt bei der Pressekonferenz vor dem Spiel. Kraft für 100 Minuten. Wir sind sehr gespannt. Stoichkov. German Burgos. Aktuelle Nummer 1 im Tor der Argentinier. Almeida. Zanetti. Und unglaubliche Stimmung auf den Rängen. Maradona. Am 25.06.1994 hat er sein letztes Spiel gemacht für die Nationalmannschaft. Diego Maradona. Billy González. Und Oscar Córdoba. Gegen Nigeria bei der WM. Juan Pablo Sorín. Claudio López. Mit 2:1 ging das Spiel gewonnen gegen Nigeria. Danach die positive Dopingprobe. Und dann war es vorbei. Macht heute also sein 92. und gleichzeitig letztes Länderspiel. Diego Maradona. Ciro Ferrara von Juventus Turin kennt Maradona aus gemeinsamen Tagen beim SSC Neapel. Riquelme, Carlos Gamarra und Valderrama. Stoichkov. Ein Tor hat er noch versprochen. Diego Ito. Insgesamt 34 Länderspieltore für die argentinische Selektion gemacht. Zanetti. Verón. Aimar, Verón. Riquelme.
Spieler mit der Nummer 9 ist Enzo Francescoli. Der wird hier ein bisschen ausgepfiffen. Einer der Superstars vergangener Tage beim größten Ortsrivalen hier bei River Plate, Buenos Aires. Sein letztes Ligaspiel hat Maradona 1997 gemacht. Das war ein sogenannter Superclásico zwischen River Plate und den Boca Juniors. Sein damaliger Verein Boca. Wir waren mit 2:1. Camara und Christos Deutschkopf. Oscar Córdoba, auch die aktuelle Nummer 1 in Diensten der Boca Juniors. Willy González gegen Roberto Solano, Ferrara. Walter Samuel, The Wall, wie sie ihn nennen. Kommt vom aktuellen italienischen Meister. Ja, Zuckerpässe, das kann er immer noch. Maradona auf Claudio Lopez, Juan Sebastian Verón. Es geht hier nicht drum, wer gewinnt oder wer verliert. Es muss halt alles sehr gut aussehen. Juan Verón mit dem Rivaldo-Trick. Hackespitze 1, 2, 3. Auch Rivaldo im Übrigen ja eingeladen, hat aber abgesagt. Da war Schuka. Aktuelle Meldung vom heutigen Tage: wird heiß gehandelt beim Hamburger Sportverein. Nochmal die Szene. El Piojo, Claudio Lopez und dann Juan Verón gegen Ivan Córdoba. Juan Pablo Sorin, auch der mit Pfiffen bedacht. Weil der hat gleich zwei Fehler begangen aus Sicht der Boca-Fans. A, spielt er in Brasilien und B, spielte er mal beim Rivalen River Plate. Genauso wie einmal Maradona. Riquelme. Valderrama. Christos Deutschkopf. Schauen Sie ihm ins Gesicht. Der Junge ist topfit. Die ersten paar Minuten haben ihm nicht die Bohne ausgemacht. So schön können Zweikämpfe sein. Bermudez gegen Aymar. Jorge Bermudez, Ex-Innenverteidiger der Boca Juniors, heute bei Olympiakos Piräus unter Vertrag. Maradona. Verón, Maradona. Juan Sebastian Verón. Sie wollen ihm halt ein Türchen auflegen. Sorin. Dieguito. Hat sich wieder einen schweren Klops geleistet zu seinem 41. Geburtstag. Die Weltpresse hat sein Bild festgehalten. Und da hat wieder jeder gesagt, ein typischer Maradona im Militärkostüm mit
einer Maske von Osama Bin Laden. Das geht halt überhaupt nicht. Aber wie gesagt, als Privatperson ist er dem Wahnsinn manchmal sehr nahe. Auf dem Fußballplatz ist es zumeist genial. Riquelme. Valderrama, Stoichkov geht's. Ja, der Ritter Stoichkov ist noch fit. Er spielt mit seinem Club in der MLS Chicago Fire regelmäßig um den Titel mit. Maradona, Verón. Brujita, die kleine Hexe. Pablo Aimar. Willy González. Valderrama. Maradona und López. Claudio López vor dem Spiel, aber zu Protokoll. Am meisten wünsche ich mir für heute, dass ich ein Zuckerpässchen bekomme von dem, der das in Argentinien nach wie vor am besten kann. Solano, Schuka. Aber Schuka, der Kroate. Bei der WM 98 war er noch Torschützenkönig mit 6 Treffern. Vergangene Saison bei West Ham United unter Vertrag. Zurzeit vereinslos. Spielte mit Maradona in Sevilla zusammen. 92, 93. Camara. Valderrama. Riquelme. Juan Roman Riquelme, das ist auch so einer, hinter dem halb Fußball Europa her ist. Christo Stoichkov. Da ist er. Juan Roman Riquelme. Ciro Ferrara. Davos Schuka. Kann es immer noch. Mittlerweile 33 Jahre alt. Roberto Solano. Little Maestro hat Diego ihn getauft. Von Newcastle United. Verón. Maradona. Claudio López, einer aus dem Fußgelenk. Pelusa. Dann sehen, den Wuschelkopf. Den Spitznamen hat er von seiner Mutter bekommen.
Maradona, Claudio Lopez, Oscar Córdoba. Zanetti. Aymar, erstes Tor. Claudio Lopez. Bei Lazio läuft es für ihn noch nicht so richtig rund. In der Nationalmannschaft dafür umso besser. War auch Torschütze beim 2:0 gegen Peru unter der Woche. Heute eröffnet er das, na nennen wir es doch mal, Abschiedsspiel von Maradona mit dem 1:0. Claudio Lopez. Flanke kam von einem der Hoffnungsträger. Einem der potenziellen Nachfolger von Maradona in Argentinien. Werden immer wieder viele Namen gehandelt. Pablo Aymar. Solano. Caruana. Chuka. Ferrara. Riquelme. Bravo Chuka. Enzo Francescoli, Calderrama. Valderrama. Modestos Deutschkopf. Gute Flanke. Sorin. Klärt vor Enzo Francescoli, der übermorgen 40 Jahre alt wird. Vor 2 Jahren seine Karriere beendet hat. Valderrama, der weiße Gullitz. Ferrara, auch der nicht mehr immer erste Wahl bei seinem aktuellen Verein Juventus Turin. Zanetti, Neymar. Maradona hat sich extra vor 3 Wochen noch am Knie operieren lassen. Diego Maradona extra für dieses Ehrenspiel. Über den Heilungsprozess war selbst der operierende Arzt völlig aus dem Häuschen, sagte er. Wir haben hier schon Olympiasieger operiert und die hatten nicht annähernd den Heilungsprozess wie Diego Maradona. Und 10 Kilo hat er abgenommen. Hat auch gesagt bei der Pressekonferenz, auch mir geht's ganz gut, nur Hunger habe ich halt wie verrückt. Riquelme. Thank you.
Maradona. Sorin. Almeida. Heron auf Sorin. Almeida. Ah, Foulspiel. Am Maestro himself. Ich gebe mal einen Tipp ab, wer diesen Freistoß schießen wird. In diesem Stadion hier sitzt sowieso keiner mehr. Und wenn er Richtung Tor kommt, wird Oscar Córdoba Richtung Eckfahne segeln. Da bin ich mir ganz sicher. Macht er sein 35. Länderspieltor. Hatte nicht genügend Power. Auch das kleines Anekdötchen am Rande von ihm. Es war unbeschreiblich. Ich konnte 10, 20 Meter sprinten, hatte dann aber keine Kraft mehr zum Abschluss. Das ist wie wenn du mit deiner Schwester tanzen musst. Fürchterlich. Valderrama. Schucker. Zanetti. Pablo Sorin. Im Abseits. Heron. Maradona. Ja, der war gut. Wir kommen der Sache langsam näher. Hat auch Verantwortliche von der FIFA eingeladen. Sepp Blatter, Joao Avalanche, mit denen er sich ja zwischenzeitlich schwer angelegt hatte. Im Klinschlag. Auch Pelé ist hier im Stadion. Alles vergeben und vergessen. Es muss auch mal Schluss sein mit den Feindseligkeiten. Sagt Maradona. Lothar Matthäus. Diego war in München bei seinem Abschiedsspiel. Also hat er auch noch Matthäus die Einladung nach Buenos Aires gerne angenommen und hat Rapid Wien mal Rapid Wien sein lassen. Valderrama. Ayala, Abwehrchef der argentinischen Selektion, Mann des FC Valencia. Sorin da auf der linken Seite, er spielt so ein bisschen die Rolle von Diego Placente, auch der ja im Aufgebot und von Bayer Leverkusen, ein Hauch von Bundesliga, also auch heute am Rio de la Plata. Francescoli.
keine mehr. Stoichkov. Norberto Solano. Ferrara. Stoichkov. Aber Schuka. Christian, genannt Kili Gonzalez. Claudio Lopez. Maradona, Veron. Diego Maradona hat sich warm gemacht wie eh und je. Leichtes Stretchen in der Kabine und dann ein bisschen Balljonglage. Das reicht. Nichts anderes hat er gemacht, als er zum SSC Neapel kam, 1984. Er hat ein bisschen den Ball jongliert. Das Stadion in Neapel komplett ausverkauft, 80.000, auch das sicher einmalig in der Geschichte des Weltfußballs. Er hat einfach nur den Ball ein wenig hochgehalten. Hat die Massen verzückt. Valderrama. Davor Schuka. Für ihn das Ganze auch so ein bisschen Präsentierteller. Davor Schuka auf der Suche nach einem neuen Club. ...150 Fernsehstationen waren alleine da, als er seine Pressekonferenz gegeben hat. Jetzt dirigiert er den 12. Mann. Die Fankurve der Boca Juniors. Und jetzt dirigiert er das Angriffsspiel der Argentinier, Claudio Lopez. Aymar. Maradona. So einfach geht es dann auch wieder nicht. Oh. Ausgleich. Davor Schuka. Bitte sehr. Bedankt sich bei seinem ehemaligen Mannschaftskollegen vom FC Sevilla, dass er dabei sein durfte. Und das war ein Zuckertor. Nichts zu halten für German Burgos. Die Nummer 1 im Übrigen beim spanischen Zweitligisten Atletico Madrid. Solano. Valderrama. Valderrama in Südamerika. Ein Superstar. In Europa hat er den Durchbruch nie so recht geschafft. Montpellier und Valladolid stand er unter Vertrag, aber am wohlsten
hat er sich immer in Kolumbien gefühlt. Jorge Bermúdez. Diego Maradona. Marcelo Bielsa, gerade eben kurz zu sehen. Seit 2 Jahren nun Trainer der argentinischen Nationalmannschaft. Einer, und das ist von Experten unbestritten, der heißesten Anwärter auf den WM-Titel im nächsten Jahr. Zanetti. Verón. Wo ist Diego? Da. Wollte ein Handelfmeter. Das wäre die große Möglichkeit gewesen. Maradona gegen Bermúdez. So jubelt eine Pralinenschachtel. Estadio La Bombonera. López. Francescoli. Auf Davo Schuka. Enzo Francescoli. Valdorama. Solano. Juan Pablo Sorín. Maradona. Zuspiele nach wie vor eine Augenweide. Im Grunde ist es wie immer. Er steht ein bisschen im Mittelkreis und wenn er den Ball bekommt, dann passiert irgendwas Außergewöhnliches. Das sind keine normalen Zuspiele, das ist ein Maradona-Pässchen aus dem Fußgelenk. Fans frenetisch bejubelt. Gegen Samuel. Die Eltern. Donatota und Vater Don Diego. Sie waren es, die ihren Sohn zu Los Cebollitas, zu den kleinen Zwiebelchen der Argentinos Juniors brachten, als er mit 8 Jahren schon auf dem Platz zauberte und die Verantwortlichen des Clubs sagten, das kann doch nicht wahr sein, dass der erst 8 ist. Der muss doch schon älter sein. Der ist einfach klein gewachsen. Der ist 14 oder 15. Mit 15 hat er dann am 26. Oktober 1976 sein Erstliga-Debüt gegeben. 3 Jahre später war er schon Fußballmillionär. Und wiederum 3 Jahre später unterschrieb er seinen ersten Vertrag in Europa beim FC Barcelona. Almeida. Maradona. Verón.
El Diez wird gesucht. Und jetzt merkt man es ihm schon ein bisschen an, dass er aus der Übung ist. In Buenos Aires auf der Südhalbkugel marschieren wir langsam aber sicher auf den Sommer zu. Temperaturen so 25, 26 Grad. Da muss man schon ein bisschen im Saft stehen, um hier zumindest 45 Minuten einigermaßen mithalten zu können. Und die Pässe, sie kommen nicht mehr. Alfio Basile, Coach der Weltauswahl, das war Marcelo Bielsa. So, und bitte, jetzt der Antritt. Almeida, Maradona. Peron und Maradona. Neymar. So. Doppelpassversuch. Aber schön gewesen. Un peso excelente, sagt sein Fitnesstrainer. Heißt bestes Gewicht. 15 Kilo hat er abgenommen. Nach seiner Knieoperation liegt aktuell bei 82 Kilogramm. Bei einer Größe von, ja, die je, nachdem wie er seine Haarpracht gelegt hat, zwischen 1,65 und 1,68 schwankt. Das ist Kampfgewicht, liebe Fußballfreunde, und wir können gepflegt den Bauch wieder rauslassen und müssen nicht länger einziehen. Sorin. Aymar. Madonna, El Piojo. Da war es das Traumzuspiel, was er wollte. Die Laus. Claudio López. Minuten noch im ersten Durchgang, dann gibt es ein bisschen Päuschen für die Nummer 10, die heute wohl zum letzten Mal in der argentinischen Nationalmannschaft getragen wird, obwohl so ganz sicher ist das nicht, denn die FIFA hat da Einspruch eingelegt hinsichtlich der Weltmeisterschaften im nächsten Jahr, wo erstmals 23 Spieler mit dürfen. Und dann haben sie den Argentiniern klar gemacht, also wenn ihr die 10 nicht vergeben wollt, dann reist er halt nur mit 22 Spielern an. López. Aber Maradona hat bereits angeboten, wenn das so ist, dann stelle ich die 10 natürlich für die Weltmeisterschaften im nächsten Jahr nochmal zur Verfügung.
Enzo Francescoli. Maradona. Gutes Zuspiel auf Claudio Lopez. Juan Pablo Sorin, er trabt langsam. Alfio Basile war argentinischer Nationaltrainer bei der Weltmeisterschaft 1994. Als das Aus im Achtelfinale kam für die Selektion nach dem 2:3 gegen Rumänien. Er hatte Maradona damals trotz beginnender Eskapaden zurückgeholt in die Nationalmannschaft. Schuka. Francescoli. Ersten 45 Minuten des Abschiedsspiels von Diego Maradona. Obwohl, wie gesagt, er hört es nicht gerne. Er hat das Wort nicht in den Mund genommen. Also sagen wir Ehrenspiel von El Diez gleich vorbei. Höchst unterhaltsame Partie, war nicht anders zu erwarten. Großes Aufgebot an großen Namen. Und dass sie es nicht verlernt haben, insbesondere bei der Weltauswahl, bei der argentinischen Nationalmannschaft, eh klar. Das haben wir gesehen. Aber Schuka hat getroffen zum 1:1. Claudio Lopez hat die argentinische Selektion in Führung gebracht. Solano. Juan Sebastian Verón. Viel Ärger gibt es in seinem Heimatverein bei Manchester United, der in einer kleinen Krise steckt. Nimmt die Abwechslung Nationalmannschaft, wo es ja rund läuft. Qualifikation längst geschafft. Abschiedsspiel Maradona gerne an. Zittern müssen noch die Brasilianer und deshalb so Namen wie Rivaldo und Roberto Carlos nicht dabei. Diego hat sich gerade mal die Schuhe aufgemacht. Die müssen mal gelüftet werden. Ist ja auch sehr warm hier. Macht er in Socken weiter. Ja, man hat es gerade gegen Ende der ersten Hälfte gesehen. Schuhe saßen nicht mehr so gut, Pässe kamen nicht mehr so gut an. Und die typischen Sprechchöre, die kommen immer wieder auf, wenn es bei der Nationalmannschaft mal nicht läuft. Kili González. Wird Maradona von den Fans beschworen, sowohl bei der Nationalmannschaft auch, als auch wenn die Boca Juniors hier antreten. Dann gibt es entweder Diego-Sprechchöre oder Maradona. Wir schauen mal, wie der Schuh jetzt sitzt. Ja, geht schon. Sorin mit der Hacke. Es ist Pause. 1:1
das Ergebnis zwischen der Nationalmannschaft Argentiniens und der Weltauswahl. Anstrengend war es für den Meister. Warm war es in den Schuhen. Gegen Ende hat er ein bisschen nachgelassen, also er hat mal wieder ganz schön weiter mit Durchgang 2 im Ehrenspiel für und von Diego Maradona. Marcelo Bielsa und Alfio Basile, Coach der Weltauswahl. Er hat gesagt, wir lassen Maradona spielen. Und den Maradona haben sie auch spielen lassen. Nur auf den Rest der Argentinier sind sie dann konsequent draufgegangen. Deshalb nur 2 Tore, Spielstand 1:1. Die Weltauswahl in den roten Trikots von links nach rechts. Lothar Matthäus jetzt auf dem Fels, genauso wie Alvaro Recoba haben wir gerade am Ball. Und Eric Cantona, seit neuestem passionierter Beachfußballer für die Franzosen. Auch der immer wieder gern gesehener Gast bei Ehren-Abschiedsspielen. Auch bei der argentinischen Nationalmannschaft hat es einige Wechsel gegeben. Eine Konstante bleibt und die heißt Diego Maradona. Wie die Wechsel im Einzelnen aussehen, da werden wir sicher noch dazu kommen. Rodriguez. Alvaro Recoba. El aplauso. Gamara. Wieder Alvaro Recoba. Perón. Valderrama. Samuel. Jetzt hören Sie gerade den Stadionsprecher. Ayala y Almeida. Der die Wechselliste hier im Stadion bekannt gibt. Mauricio Pochettino. Con el 15. Claudio Saín. Eli González, Maradona, López. Con el 21, Julio Cruz. El Piojo. Cruz. Ja, so ist das. Das ist Leonardo Rodriguez. 35-Jähriger zurzeit in Diensten von San Lorenzo, dem amtierenden Meister in Argentinien. Alvaro Recoba, El Chino, wird er genannt, der Chinese. Washuka, auch er noch mit dabei. Er erzielte den Treffer, den er so gerne machen würde. Christos Deutschkow, Auszeit für ihn. Man ist auch keine 24 mehr. Eric Cantona, jetzt für ihn mit dabei, auch so ein kleines Enfant terrible, Bruder im Geiste von Diego Maradona. Vom Franzosen Eric Cantona gibt es eigentlich auch ein gutes Zitat. Er sagte mal, Diego Maradona ist für den Fußball das, was Mozart für die Musik ist. Camara. Carini heißt der neue Torhüter. Recoba. Maradona.
Lukas Castromann, auch der neu mit dabei, Spieler in Diensten von Lazio Rom. Carini, Diego Placente, zu erkennen am Zöpfchen. Das Zuspiel von Maradona. Placente, Diego Maradona, Bermudez und Carini. Norberto Solano. Davor Schuka. Placente. Billy González. Pablo Aimar. Pablo Aimar. 2-1. Zweite Hälfte, gut 5 Minuten alt. Tor Nummer 3. Pablo Aimar. Der Assist geht an Diego Maradona. War es abseits? Absolut nichts. Nicht mal passiv. Alles im grünen Bereich. Weil da schauen sie heute schon hin, die Linienrichter. Zwei, dreimal schon abseits gepfiffen. Für einmal war es ein großer Kindheitstraum. Einmal ein Torjubel mit Diego Maradona hiermit in Erfüllung gegangen. Kleine Anekdote am Rande. Pablo Aimar noch nicht geboren, als Diego Maradona sein Debüt gab in der argentinischen Primera Division im Oktober 76. Lothar Matthäus. Ganz gut befreundet mit Diego Maradona. Davor Schuka. Valderrama. Gio Ferrara. Gio Ferrara, der Mann von Juventus Turin, im Übrigen der Einzige, der mit Diego, der Einzige, der heute hier auf dem Platz steht, der mit Diego was gewonnen hat. Zweimal italienischer Meister geworden beim SSC Neapel und der größte Erfolg sicher 1989, der Gewinn des UEFA Cups gegen den VfB Stuttgart. Alle kamen sie da, vielleicht erinnern sie sich, auf Diego Maradona zugelaufen, wollten Interviews von ihm haben, aber Diego sagte, das ist der Titel vom Neapolitaner himself und der heißt nicht Diego Maradona, sondern Ciro Ferrara. Daraus entstanden eine lange Männerfreundschaft und deshalb Ferrara auch heute dabei. Und jetzt mit dem Fehlpass an seinen Freund Diego Maradona. Ein Tor, ja, gutes Zuspiel, Kili González an die Latte, El Piojo López. Er und Kili González. Ja, lange Zeit zusammen beim FC Valencia. Vor gut einem Jahr trennten sich ihre Wege, als Claudio López dem Ruf von Lazio Rom folgte. Ja, Maradona hat sich ganz gut erholt. Machte gegen Ende der ersten 45 Minuten keinen wirklich guten Eindruck. Hat sich nach 35 Minuten mal vorsichtshalber die Schuhe geöffnet. Da drückte es, da zwackte es. Jetzt scheint es wieder zu gehen. Claudio López, Maradona.
So sieht's aus. Jorge Bermudez. Da habe ich es gerade eben mal kurz gesehen. Maradona darf gewähren. Allen anderen wird der Riegel vorgeschoben. Und Chef auf Platz ist er eh. Claudio Lopez. Lucas Castromann. Claudio Lopez. Jorge Bermudez. Facette. Da haben wir nochmal das Zuspiel. Aus dem Fußgelenk. Das ist einmalig. So, Blick nur auf den Ball. Wo geht er rein? Er geht ins Tor und dann Grinsemännchen. Und den Jugendtraum erfüllen. Kleine Bemerkung am Rande. Große Wechselarie in beiden Mannschaften. Und auch der Schiedsrichter hat gewechselt. La Molina ist der Neue. Nicht Pierluigi aus Italien. Sondern La Molina aus Argentinien. Er will das Tor so sehr. Meter hat gefehlt. Und auch das kennen wir nach misslungenen Aktionen der Verzweiflung nahe. Amara. Rodriguez. Solano. Abseits von Eric Cantona. Marcelo Bielsa hat gestern mit seiner Mannschaft noch ein bisschen trainiert. Auch Diego Maradona hat sich angekündigt, aber da ist er der Alte geblieben. Er erscheint dann zu Trainingseinheiten, wenn er es für notwendig hält. Und gestern hat er es für nicht mal ansatzweise notwendig erhalten, zum Training zu kommen. Lucas Castromann. Am Mittwoch aus Kuba zurückgekommen, hat sich in ein Hotel einquartiert, standesgemäß mit 20 Koffern, 300 Kilo Gepäck, hat sich in seiner Suite ein kleines Fitnessstudio eingerichtet, sich den ein oder anderen Fußball kommen lassen und für sich alleine trainiert. Das reicht vollkommen, hat er gesagt. Oh ja, und jetzt kommt René Higuita. Auch der hat sich vorbereitet auf seinen Auftritt hier. Extra mit der kolumbianischen Nationalmannschaft trainiert. Spitzname von Higuita, El Loco, der Verrückte. Und Sie können sich mit Sicherheit noch an seine Ausflüge erinnern. Und jetzt gibt es Elfmeter. Und jetzt muss er den Elfmeter geben eigentlich. Chiro Ferrara wollte nichts anderes. Aber La Molina hat sich zurückgehalten. Alarama. Ecova.
Cantona. Und Rodriguez. Leonardo. Rodriguez. Auch Carreca wird in die Mannschaft kommen. Antonio Carreca, der Brasilianer. Also, Recoba ist raus. Für ihn jetzt Aguilera im Spiel und René Higuita im Tor. Und jetzt gibt er den Elfmeter. Cruz, Nachwuchsstürmer mit der 21. Und der neue Unparteiische hat jetzt bemerkt, um was es geht. Bermudez gegen Julio Ricardo Cruz, Stürmer vom FC Bologna. Und jetzt Maradona gegen Higuita. Sag's gerne nochmal, Diego Maradona. 34 Länderspieltore und Higuita tut das, was er immer getan hat. Er versucht, ihn kirre zu machen. Diego Maradona drin. Fünfunddreißigstes Länderspieltor im 92. Länderspiel. 92. und gleichzeitig letzten Länderspiel. Das Trikot der Boca Juniors. Dass er lange Zeit getragen hat. Hier hat er seine letzten Spiele gemacht. Seine Frau Claudia. 95 bis 97. Roman. Wer ist das, werden Sie fragen. Juan Roman Riquelme. So sieht der Knabe aus. Mein Nachfolger bei Boca, sagt er. Das ist sowas wie der Adelstitel für den 22-jährigen Juan Roman Riquelme. Noch einmal. Geschoben. Higuita tänzelt und er weiß natürlich Bescheid. Und wenn man bis jetzt wenig verstanden hat in diesem Stadion, versteht man jetzt überhaupt nichts mehr. Danach. Mara, Mateus. Aguilera. Oha. Caballero gegen Ciro Ferrara. Caballero eigentlich die Nummer 2.
Caballero eigentlich die Nummer 3 in der argentinischen Nationalmannschaft. Die Nummer 2, Bonanno. Roberto Bonanno spielt beim FC Barcelona und ist in der Primera Division in Spanien an diesem Wochenende aktiv. Deshalb eher nicht dabei. Aymar, Maradona. Ja, er kann es noch. El Higuita. Higuita hat vor 2 Jahren auch seine sportliche Laufbahn beendet. Auch vor 6 Wochen bereits damit angefangen, wieder fit zu werden für dieses Spiel. Cruz. Maradona. Jetzt die Möglichkeit. Ja, was gewesen. Carlos Gamarra. Da haben wir nochmal den Diego Lupfer. Und dafür ist er weltberühmt geworden. Na, hat ihn nicht ganz mit der Hacke getroffen. Aber er ist wenigstens nicht reingegangen. Castromann. Oh. Pablo Aymar. Valderrama. Camara, Valderrama. Aguilera, Solano. Maradona, gutes Zuspiel, Ausflüge von René Higuita. Es ist auch mal schief gegangen. Wir erinnern uns an die WM 90. Bei René Higuita. Ob das der Grund, warum es der Kolumbianer nie geschafft hat, nach Europa zu kommen. El Loco war zu verrückt für die europäischen Millionenligen. Einmal. Castromann. Maradona. Okay, Sama. Ja. In den Laufspielen war schon immer nicht ganz einfach, aber jetzt wissen wir ja auch, warum er so pumpt. A, sitzen die Schuhe zu eng und B, hat er 2 Trikots an. Rodriguez, Cantona, Cantona. Gegen Pochettino. Argentinischer Abwehrspieler. Eric Cantona.
Valderrama. Solano. Cantona. Ja. Für das zweite Trikot ist es einfach zu warm. Also runter damit. Carica auf dem Platz. Gerade eben kurz gesehen. Und Maradona ist dem Ruf der Fans gefolgt. Die haben ihn via Gesang aufgefordert. Spiel mit dem Trikot von Boca. Das noch mit einem zackigen Oh-Oh-Oh versehen und schon hat das gemacht. Und das andere in der Hand. Maradona. Das Tormann. So, und jetzt geht er Richtung Fankurve. Juan Román Riquelme. Haben wir ganz kurz seinen Manager gesehen. Guillermo Coppola. Maradona. Matthäus, immer noch aufmerksamer Abwehrchef. Christo Stoichkov ist wieder da, es geht drunter und drüber. Es war ja schon eine ganz undurchsichtige Geschichte, aus ihm überhaupt rauszubekommen, wen er denn alles eingeladen hat. Hat da mal pauschal 50 Namen in den Raum geworfen. Einige haben sofort dementiert, andere später. Also auch die Liste der Absagen liest sich wie das Who is Who der internationalen Fußballszene. Zamorano nicht dabei, Del Piero fehlt, Claudio Caniggia nicht dabei, verletzungsbedingt, Romario nicht. Der hofft, dass er für die Seleção noch antreten darf nächste Woche im entscheidenden Spiel der WM-Qualifikation gegen Venezuela. Auch Hugo Sanchez hat sich entschuldigen lassen. Martin Palermo fehlt. Und dann hätte er ja so gerne gehabt, dass Pelé die Fußballschuhe nochmal geschnürt hat. Er ist im Stadion. Hat auch angekündigt, ich werde Maradona nach dem Spiel noch ein Präsent überreichen. Nur nach meinem Abschied werde ich mir die Fußballschuhe nicht mehr anziehen. Das hat er auch gemacht. Nach seinem Abschiedsspiel gegen keinen offiziellen Ball mehr getreten. Maradona scheint nochmal die zweite Luft zu kriegen. Di González, Jorge Bermúdez, Ciro Ferrara. Rodriguez. Und jetzt kriegen wir einen legendären Ausflug. Nein. Christos Deutschkopf. Solano.
Aber Diego Placente. Tor Nummer 5. Nein. Julio Ricardo Cruz, der mit ins Aufgebot rutschte, weil Gabriel Batistuta verletzt nicht dabei ist. Roman abgefälscht, Tor. Lukas Castroman mit dem 4:1. Und auch der holt sich sein Küsschen ab. Ein einziges Länderspiel hat er gemacht. Das ist schon über ein Jahr her. Im Dezember 2000. Lukas Castroman. Ball noch abgefälscht. Sein größter Erfolg bis zu diesem Tag war das Tor im Römer Derby, als er für Lazio in der Nachspielzeit traf gegen den AS Rom beim 2:2 in der vergangenen Saison. Jetzt hat er ein neues Highlight. Tor im Diego-Abschiedsspiel. Er geht da und jetzt geht er auf Reisen. Und jetzt geht er auf Reisen. Nicht mit Pablo Aimar. Willy Gonzalez. Er geht da wieder im Tor. Nur 1,76 Meter groß, aber das hat er schon immer gemacht. Hat dann die Bälle über die Latte geguckt. Gastelmann. Oscar Córdoba, vorher noch Torhüter, jetzt schaut er sich's an, Aguilera, völlig unbemerkt, im Übrigen schon wieder ein neuer Schiedsrichter auf dem Platz, er spielt alles keine Rolle mehr. Oh, Cantona! El Malo, nennen Sie ihn. Hier in Argentinien. 4:2. Und dafür wird salutiert. Das Spiel jetzt 80 Minuten alt.
Das ist in Argentinien mitunter nicht ungefährlich. In so einem Fanblock. Bei aller Euphorie, da geht's richtig zur Sache. Und das sieht so aus, als wäre das Spiel damit beendet. Neymar und Stoichkov. Claudio Hussein. Aber es ist offensichtlich noch nicht vorbei. Den Nachschlag kriegen wir noch. Weltmeister 1986, seine Frau. Vize-Weltmeister 1990, das war wie eine Niederlage. Große Drogenprobleme in den letzten Jahren. Immer wieder Exzesse des Dopings überführt, auch wenn er sagt, da war nichts bei der WM 94. Er war zwischenzeitlich mal ein körperliches Wrack. Don Diego, sein Vater. Aber er sagt, ich bin wieder fit und ich bin wieder sauber und ich will es euch heute zeigen. Hier haben wir nochmal das Tor von Eric Cantona. Das sechste Tor in diesem Spiel. Spiel geht weiter. Diego Maradona. Camara. Hermann Burgos. Alle sind sie ein bisschen mitgenommen. Von der Performance der Fans und von der Reaktion von Diego Maradona. Er wird als größter argentinischer Fußballer aller Zeiten in die Geschichte eingehen, überhaupt gar keine Frage. Zum Fußballer des Jahrhunderts wurde er ja im vergangenen Jahr gewählt. Bei der FIFA-Gala von den Internets
Teilnehmern. Offizieller FIFA-Preis gegen Pelé. Auch da war er unglücklich, auch da hat er vorzeitig den Saal verlassen. Neymar. 5-2. Ja, haben wir noch ein paar Tore gesehen. Pelé Higuita. Seinen ersten Gegentreffer kassiert. Und das hätte er auch nicht gedacht, dass er sich im Estadio La Bombonera mal so feiern lassen kann. Pablo Aimar hat das vorher mal kurz angedeutet. Stand früher mal beim großen Ortsrivalen River Plate unter Vertrag. Assist geht an Maradona und Ciro Ferrara hat sich wieder richtig gefreut. Christos Deutschkopf. Nochmal Christos Deutschkopf. Und jetzt gibt es nochmal Elfmeter. Und zwar für die Weltauswahl. Und ich vermute, Diego wird auf den schießen. Vorher noch alles den Tränen nahe. Und jetzt muss er. Oder Matsikita. Gegen Argentinien tritt er auf gar keinen Fall an. Also René Higuita. In Argentinien gab es da mal einen Torhüter. José Luis Chilavert. Spezialist für Elfmeter. Und Freistöße, der kam allerdings aus Paraguay, spielt jetzt auch nicht mehr in der argentinischen Primera Division. Auch René Higuita hat in seiner Karriere den ein oder anderen Elfer oder Freistoß verwandelt. Heute wieder 5-3. Es laufen die letzten Minuten der Partie. Wie lange es noch gehen wird, das weiß keiner so genau. Vielleicht haben sich die Fans noch die ein oder andere Überraschung einfallen lassen. Matthäus und die knallharte Manndeckung für Diego Armando Maradona. Lopez, Aimar, Castroman, Claudio Lopez, Pfosten, Jorge Bermudez. Bienvenido, por favor, a la gente que se encuentra en la parte posterior del alambrado, que descienda. Así continúa la fiesta. Diego Armando Maradona, ein Superstar zwischen Genialität auf dem Platz und zuweilen Tristesse außerhalb des grünen Rasens. So, jetzt Tätigkeit. Und Matthäus, nicht geahnt von Parteischen.
Diego Placente. Gruß von Ciro Ferrara. Nochmal Gruß, Placente. Nach dem Spiel gibt's die dritte Halbzeit, wenn Diego Armando zum rauschenden Fest einlädt. Man kann ihm nur wünschen, dass er sich mit Eskapaden in nächster Zeit zurückhält. Und sein Denkmal, das er sich im Fußball zweifellos gebaut hat, nichts weiter zu zerstören. Oh, jetzt gibt es nochmal einen Elfmeter. Maradona Doppelpack. Jorge Bermudez gegen Christian, genannt Kili González. Maradona und der letzte Akt drin. 6:3 gewinnt die argentinische Nationalmannschaft unter der Leitung von Diego Armando Maradona. Zum letzten Mal unter der Leitung von Diego Maradona. Es wird noch viele, viele Tränen geben, da bin ich mir ganz sicher. Heute Abend im Estadio La Bombonera. Die Feier hier geht weiter. Wohin führt der Weg von Diego Maradona? Er hat gesagt, es ist kein Abschiedsspiel. Es ist ein Ehrenspiel. Vielleicht ein Abschied, der endgültige Abschied aus der Nationalmannschaft. Vielleicht tritt er nochmal auf, irgendwann in der argentinischen Primera División. Zu rechnen ist damit sicher immer. Auszuschließen ist nichts. Und es hielt sich in den letzten Tagen schon ein bisschen das Gerücht, ob Diego Maradona eventuell die Boca Juniors verstärken wird im Weltpokalfinale am 27. November gegen die Bayern in Tokio. Naja, wir werden es sehen. Also, ich bin mir ganz sicher, wir werden von diesem Mann noch hören in nächster Zeit. Auf dem Fußballplatz wahrscheinlich genauso wie außerhalb. Es hat Spaß gemacht hier in Buenos Aires im Estadio La Bombonera. Ich hoffe, Ihnen zu Hause auch. Wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, eine gute Nacht. Machen Sie es gut und tschüss.